Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground 2. So, dann versuche ich jetzt zum x-ten Mal dieses verdammte Rennen. Mal schauen, ob unser getunter Skyline das jetzt mal schafft. Hier geht es noch geradeaus weiter. Ich glaube da hinten, ja genau, hier ging es dann ab. Hier rüber. Okay, ich glaube es sieht besser aus. Auto, du störst so unglaublich! Meine Fresse! Ich fürchte, das war's jetzt schon wieder hier. Wieso? Wieso muss da jetzt so Zeug rumstören? Nee, ich. Es ist echt. Ja gut, du darfst dir halt keine Fehler erlauben. Aber das ist jetzt halt echt. Es ist doch unmöglich. Ich war jetzt schon fast perfekt und krieg's immer noch nicht hin. Fuck. Gut, das können wir auch schon wieder knicken. Also der Stein ist echt zum Kotzen. Hier ist viel zu viel Geschnörkel. Ticken besser. Jetzt habe ich halt kein Nitro. Ich glaube, ohne Nitro ist da, also wie gesagt, die Zeit ist viel zu knapp. Die anderen waren wenigstens mit ein bisschen noch möglich. Hier, wie gesagt, selbst voll aufgetunt. Nichts zu machen. Lass mich Nitro sammeln, danke. Schön. So, Nitro ist halt direkt wieder weg. Dafür ist hier jetzt ein bisschen mehr los. Einmal rum. Wenn er wenigstens hier wäre, der verdammte Stern. Aber nee, jetzt musst du hier noch rumkurven, da rein. Und das ist echt unmöglich. Jetzt bin ich sogar wirklich fehlerfrei gefahren. Das heißt, ich muss fehlerfrei fahren und die ganze Zeit hier Nitro raushauen, oder was? Ich weiß ja nicht. Fuck. Nee. Das hat schon wieder zu viel Zeit gekostet hier. Ich froh, wenn dieser Mist endlich erledigt ist. Ich
Ich glaube, wenn ich hier bei 3 Sekunden bin, dann ist es machbar. So leider nicht. Vor allem, weil ich jetzt auch kein Nitro mehr habe. Ist das ein beschissener Stern? 20 Sekunden, 3 Sekunden mehr, bitte. Dann ist es okay. Nicht so. Fuck, jetzt kann ich noch das Nitro nicht mehr so gut aufladen. So, direkt mit Nitro hier raus. Ich bin tatsächlich überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, außen rum zu fahren, weil ich glaube, da müssen wir nicht so viel rumschnörkeln hier. Eventuell bringt das ja doch was. Jetzt für dich Nido gebraucht. Alter Finne. Wie schnell soll ich denn noch fahren? Es geht nicht mehr schneller. Der Wagen gibt schon, der ist voll aufgetut und gibt alles her, was er hat. Letzter Versuch, dann lassen wir es sein. Nee, das können wir gerade schon klicken. Das kostet hier wieder viel zu viel Zeit. Nee. Sind wieder bei 28. Also der ist echt, der ist viel zu krass, der Stern hier. Aber der andere ist uns ein bisschen was noch erlauben können an Fahrfehlern. Hier ist ja nicht mal mit perfekten Fahren und Vollgas das Ganze machbar. Das sind echt, das sind so 10 Sekunden, die fehlen. 10 bis 30, wenn du angenehm fährst, und 10 10, wenn du wirklich brachial auf Perfektionismus fährst. Alles klar. So, das war jetzt leider nicht erfolgreich. Ärgert mich gerade ziemlich. Jetzt ist hier unten wieder der Rundkurs angekommen. Dann nehmen wir den mit. Oder taucht der nur auf, wenn wir da unten rumfahren? Das würde mich ja wundern. Das fände ich ja schon seltsam. So, ist der da hinten? Jawohl. Hallo Rundkurs. Na, wie geht's dir? Mal schauen, wie der so läuft. So, ist Vollgas. Auch wieder 3 Runden. In Ordnung. Dann schauen wir doch, was das zu bieten hat. Ja, ich glaube, der war halt auch nicht so unglaublich lange. Von daher sollte es eigentlich ganz gut gehen. Ja, dafür ist er jetzt hier relativ verschnörkelt. Okay. Uiuiuiui. Unübersichtlich, sehr unübersichtlich. Mann. Meine Güte, fahr! Scheiß, sterb ich schon wieder
tierisch Laune gekostet. Ich hasse es, hier andauernd Sachen mal machen zu müssen. Zum Glück ist es halt echt nicht oft der Fall. Bis jetzt. Bis zu diesem verdammten Stern. Alles andere war irgendwie machbar, das da ist halt wirklich unglaublich heftig. Aber ja, kostet zum Glück nicht so unglaublich. Also wenn das jetzt irgendwie so ein 6-Minuten-Rennen war, was nie funktionierte, das wäre halt noch ärgerlicher gewesen. Oder so ein 6-Minuten-Stern. Weil da halt wirklich dann eine ganze Menge Zeit jetzt mal drauf geht, sonst ist es halt immer nur 1,5 Minuten, die verloren sind. Ja. Wieder kein Fan von der Strecke. So viel Kurven, so viel Geschnörkel und sehr unübersichtlich. Dann lieber wieder Autobahn, wo du einfach Vollgas geben kannst und gut ist. Hier bleibe ich dann doch zu oft hängen. Ja, es ist doch verhältnismäßig lang, das Rennen hier. Das stimmt auch wieder. Autsch. So, nehmen wir hier die Abkürzung mal kurz mit. Warum? Das ist nett. Ursprung sieht auch gut aus soweit. Und die erste Runde hätten wir damit. Fast 3 Minuten. Ja, und so viel werden wir jetzt auch nicht mehr rausfahren können. Ja, ich glaube, da wäre sogar die Dings besser gewesen. Gut, nehmen wir hier die Abkürzung. Obwohl da auch so viel Zeug wieder im Weg ist, dass das gar nicht so hilfreich ist, leider. Naja, holen wir das Nitro mit. Fahren nicht so ganz gegen das Ding. Da schon wieder an der Spitze hängen sehen. Ich weiß gar nicht, war unser Nitro vorhin überhaupt schon voll? Wahrscheinlich. Ganz umsonst die Autos hier angefahren. Ja, wie gesagt, hier wieder sehr kurvig. Aber meine Güte, dann können wir das Nitro auch mal loswerden. Hier die ganzen Fahrfehler auszubügeln. Nachschub, danke. Ja, viel zu kurvig die Strecke, die ist mir viel zu kurvig für meinen Geschmack. Lieber Platz und geradeaus und feuerfrei. Obwohl der halt echt, der lässt sich echt gut fahren. Wie gesagt, das Upgrade hat sich gelohnt. Können wir den optisch noch ein bisschen anpassen. Dann sollte das passen. Dann fahren wir halt mit dir die letzten Rennen hier. Die noch ausstehen. So, ich glaube, so lange war es jetzt hier auch nicht mehr, bis wir dann zur Zielgerade kommen. Ja, da hinten haben wir sie. Und dann auf zur letzten Runde. Alles schön frei. Das war wirklich gerade sauknapp. So,
So, wie gesagt, hier mehr davon, bitte. Das wäre angenehmer gewesen. Ja, Autobahn. Ja, wie gesagt, da ist auch wieder zu wenig, da hätten wir ein bisschen mehr Platz machen können. Dass man die Kurve etwas besser nehmen kann. Eine so tolle Abkürzung, wie gesagt. Und jetzt ist mein Bonus auch weg. Aber das war zu erwarten. Das hat schon schlecht ausgesehen, als ich den angefahren bin, den Wagen. Hier macht sogar Sinn, nicht direkt den ersten Tank, die erste Tankeinfahrt zu nehmen. Komme ich hier auch deutlich besser rum. Noch mal ganz gut durch. Wie sieht es eigentlich mit unserem Vorsprung mittlerweile aus? So, fast eine Minute. Schön. Das ist doch nicht verkehrt. Aber ja, da habe ich ja auch nicht wirklich dran gezweifelt. Die normalen Rennen laufen ja alle ganz gut. So, die letzten paar Meter noch. Und dann haben wir es, glaube ich, auch gleich schon wieder. Ich dachte gerade, das hätten wir jetzt nochmal zählen können. Das war wirklich knapp gerade. Ja, noch hier so eine scharfe Kurve. Gerade so schön vorher beschleunigen konnte. Das Leben ist echt nicht fair. So, 8 Minütchen. Auch nicht ohne. Da wird auch wieder ordentlich Rufpunkte abstauben können. Jetzt ist hier unten aber nichts mehr, oder? Wir haben noch ein paar Rundkurse, einen Sprint, das ist gar nicht mehr viel. Dieser verdammte Stern. Was sagt denn die Übersicht? Wir müssen auch nur noch 4 Events gewinnen und ein URL, das wird wahrscheinlich das Abschlussevent sein. Den Stern können wir uns tatsächlich schenken. Ich glaube, den schenken wir uns. Okay. Ja, sind halt noch. Ja. Machen wir 2 Rundkurse, 2 Sprints. Dann haben wir es schön abwechselnd. Dann bringen wir das langsam mal zu Ende. So, schön Gas geben bitte. Dann fahren wir jetzt gerade in der Folge noch hoch. Sind schon da. Ah, dann warte, aber haben wir irgendwo, da ist sogar genau ein Karosserieshop in der Nähe. Dann will ich nämlich mal gerade gucken, was dieses Full Body Kit kostet. Ich glaube, das waren so 10.000, 12.000. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Garage haben wir auch noch da.
So, Info-Ding. So, wie gesagt, theoretisch ist er, hat er gesagt, alles 100% verfügbar. Wenn dein Fisch schon nicht schnell ist, muss er wenigstens cool sein. Hier kannst du mit speziellen Parts für deinen eigenen Style sorgen. Okay. Dann halt nicht. Okay, dann fahren wir in der nächsten Runde noch ein paar Rennen. Für den Vertrag erfüllen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zufahren wahrscheinlich auch. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.